Ciao zusammen und willkommen auf Football Therapist, wo wir heute die Serie über den Schweizer Fußball fortsetzen. Denn nachdem wir das neue Gesicht der Nationalmannschaft unter Murat Yakin analysiert haben, beschäftigen wir uns heute mit André Breitenreiter des FC Zürich, der Underdog, der gerade zum ersten Mal seit 13 Jahren die Super League gewonnen hat. Und das vor allem mit zwei sehr jungen Spielern mit viel Potenzial, von denen ihr zum Abschluss des Videos eine Mini-Analyse finden werdet. Zuvor wollen wir uns aber dem Kollektiv widmen, indem wir zunächst kurz mit einem Bild auf das Verhalten des FCZ ohne Ball eingehen, bevor wir dann zu den Videosequenzen übergehen. Wenn der Gegner versucht, aus der Abwehr heraus aufzubauen, ist es eine Mannschaft, die sich sehr hoch im Zentrum positioniert, um den Torhüter und die Innenverteidiger dazu zu bringen, lange Bälle zu spielen, denn ihre Abwehrkette steht in der Regel für Überzahl mit den zwei Außen, die sich den drei Innenverteidiger anschließen. Ohne Ball ist Zürich auch sehr gut darin, nur den gegnerischen Außenverteidiger auf der anderen Seite freizulassen. Zudem ist es oft schwierig und riskant ist, das Spiel zu verlagern. Und da dieser weit weg ist, hätten die Spieler sowieso Zeit, sich neu zu positionieren, bis der Pass ankommt. Also sehen wir hier diesen Außenverteidiger auf der anderen Seite, der freigelassen wird, aber es gibt sowieso einen Zürcher in der Nähe und einen weiteren in der Nähe des Torhüters, der wie gezeigt diesen Pass und vor allem den zum Innenverteidiger erschweren würde. Was hier noch zu erwähnen bleibt, ist, dass es besser ist, nicht das Risiko einzugehen, auf einen Mittelfeldspieler im Zentrum zu spielen, da Ousmane Doumbia sicher voll auf ihn herauskommen würde, um den Ball direkt sehr hoch zu erobern. Der FCZ hat sich in dieser Saison nämlich viele solcher gefährlichen Chancen erarbeitet. Aus diesem Grund war der Bruder des berühmten Seydou Doumbia, neben seinen Qualitäten, die sich, wie ihr später sehen werdet, nicht nur auf die Balleroberung beschränken, in dieser Saison sicher der wichtigste Spieler in Breitenreiters Kader war, der einzige mit diesem Profil ist. Seine hervorragenden läuferischen Fähigkeiten werden im Mittelfeld benötigt, um die des erfahrenen Blerim Djemaili zu kompensieren, der Mannschaft Charakter verleiht. Ebenso wie Torwart und Kapitän Yannick Brecher, auch ein Kind des Vereins, das ebenfalls in seinem Strafraum entscheidend ist. Wenn die gegnerische Mannschaft in die Nähe dieses Strafraums kommt, ist der FCZ dennoch gefährlich, weil er mit seinen Gegenangriffen droht. Diese werden oft auch von Ousmane Doumbia eingeleitet, wie hier, wo man sieht, wie er bereits auf den Ballträger zuläuft, um ihn am Vorwärtskommen, um am Schießen zu hindern. Der Ivore wird dann den Ball erobern und sich ebenfalls nach vorne werfen, was er auch oft tut. Und ihr werdet sehen, dass er dann einen gegnerischen Spieler austribbelt, ohne den Ball überhaupt zu berühren. Ich überlasse es euch, das zu beurteilen, das zu genießen. Und jetzt kommt's. Ein weiterer Schlüsselspieler des FC Zürich erscheint nun auf dem Bildschirm, der nämlich zweitbeste Torschütze der Liga, Hassan Cissé, der es also gewohnt ist, auch im Zentrum zu stehen, wenn seine Mannschaft tief verteidigt, um dann seine Geschwindigkeit in großen Räumen zu nutzen, sowie seine Intelligenz in solchen Situationen wie hier, wo er nach vorne und leicht nach rechts sprinten wird, um Raum für Wilfried Nyonto in der Tiefe zu schaffen. Denn man sieht es nicht auf dem Bildschirm, aber es gibt einen Verteidiger links vom weiß-roten Kreis und dieser wird eben gezwungen sein, Cissé zu folgen und so die Passlinie zu Nyonto freizumachen. Jetzt kommt's. Genau, der Lauf von Cissé.
Also Ceesays Intelligenz geht jedoch noch weiter, denn sobald er sich im Rücken desselben Verteidigers befindet, richtet er seinen Lauf kurz horizontal aus, um eine Abseitsstellung zu vermeiden und Wilfried Gnonto zu signalisieren, auf welcher Seite des zu zeigen, auf welcher Seite des Verteidigers er den Ball annehmen möchte. Ceesays Schuss wird dann vom Torwart geblockt. Genau, jetzt kommt's. Wir kommen nun zur zweiten Sequenz, bei der es sich um einen weiteren Gegenangriff handelt, den ich euch zeigen wollte. Jetzt. Also, es ist falsch geschrieben. Hier ist eben Hassan Cisse auf der Seite. Er verließ eben diesmal seine zentrale Position, um sich auf der Seite, wo Platz ist, zur Verfügung zu stellen, bevor er sich in die Tiefe anbot. Aber statt direkt den Ball zu ihm zurückzuspielen, Entschuldigung, wird Ousmane Doumbia eine großartige Finte ausführen, damit andere Mitspieler Zeit haben, sich ebenfalls am Konter zu beteiligen. Er täuscht wirklich bis zum letzten Moment vor, Cissé den Ball zuzuspielen. Was ihr ebenfalls genießen könnt, ist der Lauf des linken Außen Adrian Guerrero, der sich im Abschluss wiederfinden wird, obwohl er zu diesem Zeitpunkt gar nicht zur Ohr steht. Die Finte und der Lauf von Guerrero. Genau. Was für eine Anstrengung, gell? Also der Schuss wird kein Tor zielen, aber egal. So, diesen innen gerichteten Läufe von Guerrero werden wir in der kommenden Sequenz wiederfinden. Aber da die Qualität hier nicht besonders gut ist, wollte ich zunächst angeben, von wo der fragliche lange Ball ausgeht. Gell? So, dieser lange Ball ausgeht. Hier haben wir den großen Kramer bei der Ballannahme, was die Sache erleichtert, ebenso wie das Verhalten von Adrian Guerrero und Tosin, die sich dem Slowenen nähern, um die Chancen zu maximieren, den Ball in dieser Zone zu erobern. Das kleine Dreieck, das sie bilden, wird Guerrero nämlich ermöglichen, den Ball in seinem Lauf anzunehmen, gut geholfen von Tosins Lauf, der ihm Raum verschaffen wird, indem er nach vorne gehen wird. Denn auch wenn Hassan Ceesay wichtiger als Kramer und Tosin haben diese beiden ein recht ähnliches Profil wie der Gambier, was die verschiedenen möglichen Duo-Kombinationen zwischen ihnen erleichtert. Die drei sind in der Tat sehr, sehr gut darin, bei Kontern durch ihre Geschwindigkeit in die Tiefe zu gehen, und sie können auch als Ziel für lange Bälle dienen. Genau wie hier mit Kramer. Die Zürcher können aber auch vorne die gesamte Breite des Spielfelds nutzen, indem sie in ihren Ballbesitzphasen eine Fünferreihe bilden. Denn neben den beiden Außen schließt sich in der Regel auch die 10 Antonio Marquesano den beiden Stürmern vorne an. So positioniert bedeutet Vorwärtskommen oft gegenläufige Bewegungen, wie hier auf dem Bildschirm. Kramer zieht zwei Basler Verteidiger mit sich und darunter eben auch denjenigen, der zwischen dem Slowenen und Marquesano steht. Letzterer geht den umgekehrten Weg, indem er etwas tiefer geht und den Ball in die Füße fordert. Jetzt wird auch Omeragic's Pass zu genießen. Sollte jetzt kommen. Jawohl. Neben seinen Schüssen mit beiden Füßen ist es auch eine Eigenschaft von Antonio Marquesano, sich frei zur Verfügung zu stellen, vor allem in kleinen Räumen, so wie auch manchmal in der Tiefe. Hier sieht man ihn bereits zwischen den gegnerischen Abwehrreihen, wo er einen schönen Pass von Aliti bekommen wird, der die richtige Entscheidung getroffen hat, nach vorne zu gehen, um Guerrero zu unterstützen, der die gegnerischen Abwehrketten hier auf der Seite auseinanderzieht.
Auf der anderen Seite ist Boranjewitsch derjenige, der für das Gleiche sorgen wird. Denn nach einer schnellen Umorientierung mit dem Ball von Marquezano wird der Rechtsaußen im richtigen Moment und am richtigen Ort in die Tiefe gehen, denn er achtet sehr darauf, in solchen Situationen nie zu früh zu kommen. Jetzt lasse ich euch genießen. Genau, der Pass zu Marquezano, auf Marquezano und Boranjasevic. Schuss wird ja nicht als Tor zählen. Also, diese gute Antizipationsfähigkeit von Boranjasevic ist insbesondere bei der Balleroberung sehr hilfreich, um dann Konter einzuleiten. Auch wenn er hier nicht derjenige ist, der den Ball letztendlich erobert hat. Ich habe diese Sequenz gewählt, um Wilfried Nyonto etwas näher vorzustellen, der einer der beiden sehr jungen Spieler ist, die eine Schlüsselrolle in diesem Titel gespielt haben. Aber es ist nicht er, den wir direkt sehen werden, da Ousmane Doumbia zuvor eine Finte machen wird. In diesem Register ist er wirklich sehr gut, gell? Also jetzt kommt der Pass auf Doumbia und die Finte. Genau. Dann noch auf Tosin und Boranjasevic. Ja, und über Finte habt ihr eben die von Boranjasevic auch gerade genießen können, bevor er dann gut auf Nyonto flanken wird, dessen Lauf perfekt sein wird. Hier startet er im richtigen Moment, um sich im Moment der Flanke an der Abseitsgrenze zu befinden. Und das im Rücken des Verteidigers der Young Boys, der den Ball beobachtet. Anschließend wird auch der Kopfball des Italieners hervorragend sein. Jetzt kommt's. Tor! Eine zweite Sequenz ist jedoch auch notwendig, um den erst 18-jährigen Spieler kennenzulernen. Anstatt den Ball mit dem Rücken zum Tor anzunehmen, wird er sich orientieren, so dass er direkt nach vorne laufen können wird, indem er mit dem entfernten Bein den Ball annehmen wird. Ein kleines Detail, das den Unterschied ausmacht, genauso wie seine Körperorientierung und die Informationsaufnahme, die er gemacht haben wird, indem er seinen Kopf gedreht haben wird, um hinter sich zu scannen. Hier, lasst euch das genießen. Jetzt kommt's, Scanning, Körperorientierung, Ballannahme mit dem entfernten Bein. Danach wird er seinen Körper erneut sehr gut orientieren, indem er dem Verteidiger, der auf ihn zukommt, den Rücken zuwenden wird. Und danach wird ihm seine Explosivität und Agilität ermöglichen, im Strafraum sehr effektiv zu sein, indem er in diesen kleinen Räumen dribbeln wird. Auch wenn ich denke, dass es schwierig wäre, also dies in einer Liga mit höherem Niveau zu wiederholen. Jawohl. Also kein Tor. Yeah. Wenn ich Nyonto wäre, würde ich mich tatsächlich nicht sofort einer hohen Liga anschließen, zumal er in dieser Saison eher die Rolle eines Super-Subs hatte. Im Gegensatz zu dem zweiten jungen Spieler, mit dem ich dieses Video abschließen möchte, Bettir Omeragic. Der 20-jährige Schweizer ist unumstrittener Stammspieler und wird diesen Sommer sicher in eine sehr große Liga wechseln, sogar zu einem sehr großen Verein. Und das ist nicht verwunderlich, wenn man seine Qualitäten kennt, die ich mit dieser letzten Sequenz illustrieren werde. Auch wenn er im Moment nicht auf dem Bildschirm zu sehen ist, wird das sehr schnell auftauchen, indem er auf Endoy losgehen wird, der sich noch nicht auf den Ball ausgerichtet hat, obwohl dieser bereits in seine Richtung kommt. Omeragic wird ihm also zeigen, wie eine gute Antizipation aussieht, ein Aspekt, in dem er wirklich makellos ist. Mit dem Ball ist Bettir Omeragic dann sehr gut im Passen, aber auch darin, mit dem Ball vorne zu laufen, den Ball zu tragen sozusagen, da er es wagt, in Lücken zu stoßen, bis der richtige Moment kommt, um einen Pass zu spielen, weil es hier noch nicht der richtige Moment ist, also einen Pass zu spielen. Pavlovic steht nämlich schon bereit, um Tosin zu folgen, der in die Tiefe geht, so
dass Omeragic mit dem Ball weiter vorrückt, bis sich der Basler Verteidiger umdreht. Erst nachdem Pavlovic Tosin den Rücken gekehrt hat, wird Omeragic den Ball an seinen Mitspieler weiterleiten. Jetzt kommt's. Umorientierung von Pavlovic und jetzt. So. Die Schweiz hat hier also einen wirklich sehr vielversprechenden Innenverteidiger, auch wenn ich ihn bei gegnerischen Kontern in großen Räumen und insbesondere in einer Viererkette mehr sehen möchte. Also, das ist so eine Kontext, wo in dem er ja nicht so angepasst ist zu spielen. Er spielt ja immer in Dreierketten, aber ansonsten ist das für mich schon alles zu Gnecht, meinen YouTube-Kanal sowie meine Twitter, Instagram und LinkedIn-Accounts zu abonnieren, um ähnlichen Inhalt nicht zu verpassen. Denn es werden weitere Taktik-Analyse-Videos sowie Videos über den Schweizer Fußball veröffentlicht. Und wenn das Video dir gefallen hat, vergiss nicht auf Like zu klicken, es in den Kommentaren mitzuteilen und das Video mit deinem weiteren Fußballfan teilen. Es würde mir sehr helfen, viel mehr als was du glauben könntest. Ciao!